Wir starten gemeinsam mit dem Calisthenics-Sport, mit dem Bodyweight-Sport und deswegen sind wir heute im Calisthenics-Park, damit wir uns mal heute die 5 Grundübungen anschauen können, die du im Idealfall erlernst, damit wir richtig geil mit dem Calisthenics-Sport starten können. Es gibt unfassbar viele Übungen, Videos auf Social Media, YouTube und so weiter und so fort. Nur das Problem ist, dass man einfach den Fokus verliert. Und gerade wenn du mit dem Sport anfängst, solltest du dich erstmal auf die Grundübungen fokussieren, damit du die Basics lernst, damit du darüber stark wirst und vor allem Verständnis für die Technik bekommst. Denn das wird in den Grundübungen abgefragt bzw. ist notwendig, damit du die Übung sauber erlernst. Und deswegen schauen wir uns jetzt die Grundübung gemeinsam an. Die allererste Grundübung ist natürlich Klimmzüge, egal ob im Übergriff oder im Untergriff. Und genau deswegen starten wir mit dieser Übung rein. Warum egal mit dem Ober- oder Untergriff? Weil jetzt am Anfang sollte es erstmal wichtig sein, dass du die Variante wählst, mit der du dir leichter tust. Und das ist für viele einfach der Chin-Up. Das bedeutet hier im Untergriff zu arbeiten. Ja, das heißt, wir hängen uns an die Stange ran, circa schulterbreiter Griff. Hier, zack, greifen richtig schön um die Stange rum, hängen uns aus, schauen nach oben, ziehen die Schultern runter, ziehen uns nach oben. Das ist quasi ein Chin-Up. Hier geht es uns darum, dass, wie gesagt, du die Übung wählst, die dir leichter fällt. Manchen fällt auch vielleicht der Klimmzug leichter. Hier ist nur, sag ich mal, die Ansteuerung etwas komplexer als bei den Chin-Ups. Das heißt, hier greifen wir auch ein bisschen breiter. Schön über die Stange drüber greifen. Dann schauen wir nach oben, sprechen die Stange, ziehen die Schultern runter und arbeiten uns nach oben, im Idealfall ohne Schwung, ohne Kipping. Wenn du noch nicht in der Lage sein solltest, Klimmzüge oder Chin-Ups frei zu machen, dann arbeite hier einfach mit einem Resistance Band, also mit einem unterstützenden Band und arbeite dich dahin, dass du quasi freie Klimmzüge und freie Chin-Ups schaffst, sodass du Minimum in der Lage bist, 10 freie Pull-Ups zu meistern. Dann hast du die Basics auf jeden Fall, was den Klimmzug betrifft, schon mal gut umgesetzt. Kommen wir zur zweiten Grundübung im Calisthenics und zwar die Dips. Hier nutzen wir einen Barren, brauchen wir. Wer keinen Barren zur Verfügung hat, kann das gerne auch an Ringen machen. Nur hier schon mal der kleine Disclaimer, es ist deutlich schwieriger als an einem normalen Barren. So, wir schauen grundlegend, dass wir hier am Anfang, gerade wenn wir mit der Übung starten, einen Unterarm dazwischen passen und im Idealfall so 2-3 Finger hier nochmal dazwischen passen. Wie du siehst, das ist jetzt hier leider zu breit für mich. Für mich geht es, weil ich weiß, wie ich meine Schultern stabilisiere, aber gerade als Anfänger ist es am Anfang ein bisschen besser, etwas enger zu greifen, dann wird dir das Ganze etwas leichter fallen. Das heißt, wenn du verstellbare Barren hast oder irgendwelche Equalizer oder so, dann kannst du das so danach ausrichten, dass, wie gesagt, eine Unterarmlänge plus 2-3 Finger mit reinpassen. So, dann gehen wir hier in die Stützposition, drücken uns aktiv aus der Schulter raus, nehmen die Schultern leicht nach vorne, ziehen das Brustbein ein, ziehen den Bauchnabel ein, spannen den Bauch vor allem an, spannen den Hintern an, dass von der Seite betrachtet mein Körper eine schöne Linie ist. Und dann rollen wir uns quasi von oben nach unten ein, bringen die Schultern nach vorne unten und drücken uns wieder hoch. Zack, zack. Dabei achten wir darauf, dass die Ellenbogen schön über der Stange bleiben, nicht nach innen klappen, nicht zu weit nach außen klappen. Und dann haben wir eine grundsolide Stabilität, vor allem hier im Schultergürtel. Hier gibt es viele Fehler, die man machen kann. Das haben wir schon mal in einem anderen Video auch behandelt. Da einfach gerne Dips bei uns auf dem Kanal suchen, dann findest du die Übung sofort oder das Video. Und dann schauen wir jetzt uns an, in welche oder welche die dritte optimale Grundübung ist. Die dritte Grundübung sind Rudervarianten. Das sind gleichzeitig auch unterstützende Übungen, um in den Klimmzügen besser zu werden. Aber wir bauen die Rudervarianten auch ein, weil wir vor allem hier das Schulterblatt nach unten in eine Depression packen müssen und in eine Retraktion führen, was wir quasi bei Klimmzügen auch machen. Wir ziehen sie runter, leicht nach hinten und das Ganze in der Vertikalen. Hier sind wir in der Horizontalen
Und da ist, sage ich mal, die Ansteuerung nochmal etwas anderes, tendenziell etwas leichter. Hier kannst du verschiedene Rudervarianten wählen, ob das an Ringen ist, an dem TRX. Wir haben jetzt diese Calisthenics-Anlage hier zur Verfügung, dann nutzen wir das gleich. Ob das an einem Seilzug ist und so weiter und so fort, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige dir das Ganze jetzt hier. Wir gehen quasi in die Position hier rein, hopp, so, und rudern hier schön nach oben. Schultern sind weg von den Ohren. Und beim Hochziehen gehen die Schultern schön nach hinten. Hoppala. Ist jetzt nicht das optimale Setup. Hier würde ich dir wirklich empfehlen, eine gerade Stange, Ringe oder TRX, irgendwas in diese Richtung im Bodyweight-Bereich oder wie gesagt ein Seilzug. Man kann es auch mit Kurzhanteln machen. Hauptsache eine horizontale Zugvariante, wo wir die Schultern von der Seite betrachtet, von hier nach hinten ziehen und nicht hier oben, sondern hier unten eine stolze Brust machen. Und dann ist es eine sehr, sehr geile Übung zusätzlich, um auch da mehr Volumen im Pull reinzubekommen, den Rücken schön zu trainieren, um dann aber auch einen guten Übertrag für Klimmzüge zu haben. Kommen wir zur vierten Grundübung und zwar zu Liegestützen. Hier arbeiten wir auch in der horizontalen Ebene. Das bedeutet, wir müssen auch hier unsere Schultern stabilisieren, nach unten und nach vorne sozusagen. Das heißt, hier drücken uns raus, Schultern nach hinten, Boden leicht aufschrauben, dann Luft anhalten. Gehen runter. Genau. Denke, Liegestütze, das ist für jede Person klar, aber auch hier sind Liegestütze natürlich sehr, sehr geile Übungen, um unsere Brust, Trizeps, vordere Schulter zu trainieren, Körperspannung zu trainieren, aber auch um mehr Volumen im Training zu generieren, weil wir können ja nicht nur den ganzen Tag Dips machen, sondern wollen auch hier ganzheitlicher trainieren und da gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten, etwas enger greifen, dann sind wir etwas Trizepslastiger unterwegs, die Füße auf eine Erhöhung, die Arme auf eine Erhöhung, wenn die normalen Liegestütze noch zu leicht sind. Da gibt es super viele Varianten, ist ganz egal. Du solltest hier die richtige für dich suchen und auswählen, was für dein Leistungslevel passt, aber auch für deine Zielsetzung passt. Und dementsprechend kannst du das sehr, sehr, sehr gut mit in dein Training integrieren. Genau, viel mehr gibt es nicht zu den Push-Ups zu sagen. Deswegen schauen wir uns jetzt noch die fünfte Grundübung an und zwar haben wir hier die Hollow Body Position, weil wir müssen ja auch was für unsere Körperspannung tun. Und hier haben wir uns jetzt in den vier Übungen davor primär um die Schultern gekümmert. Ja, wir haben sie einmal in Retraktion, Depression, wir haben sie in Protraktion, Depression gehabt. Aber jetzt wollen wir uns natürlich auch mal unsere Körpermitte anschauen, und zwar unsere Beckenposition, damit wir quasi unseren Stack halten, das heißt das Becken aufrichten. Brustkorb quasi unter Spannung haben und den Brustkorb optimal zum Becken ausrichten, damit unsere Wirbelsäule in einer stabilen Position ist. Und das kann man sehr, sehr gut auch trainieren, das Ganze dann mit einer Hollow Body Position. Da gehen wir in diese Position, halten erstmal hier untere Rücken am Boden. Wenn es leicht ist, gehen wir mit den Armen nach hinten und halten diese Position. Genau. Viel mehr ist es nicht. Ganz wichtig, untere Rücken am Boden, Bauchnabel anspannen, richtig stabil halten und dann ist das eine sehr, sehr geile Übung für die Körperspannung, die wir aber auch benötigen dann quasi für alle anderen Übungen, die wir jetzt auch schon gemacht haben und natürlich auch später für die noch fortgeschrittenen Übungen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib gerne mal in die Kommentare, was du noch sehen möchtest für den Algorithmus und gerne ein Feedback. Lass gerne auch mal einen Daumen da, damit der Kanal ordentlich gepusht wird, weil wir ordentlich Content hier rausballern. Das heißt, da dürfen das Ganze noch viel mehr Leute auch sehen. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Und wenn du Hilfe brauchst, diese Grundübung zu erlernen, sinnvoll in ein Trainingssystem aufzubauen, wirklich einen roten Faden in dein Training zu integrieren, damit du da wirklich sinnvoll vorankommst, nicht stagnierst und endlich deine Fortschritte erzielst, die du dir immer wünschst, trägst du dir jetzt einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com und dann schauen wir mal, wie und ob wir dir weiterhelfen können. In diesem Sinne, mach's gut, dein Flex. Ciao.